herzlich willkommen in einer neuen Folge Fallout 4 im Überlebensmodus, ja. Hey, aufstehen. Ach, gerade legt er sich wieder hin. Komm. Red mit uns. Hier hat man ja gar keine Ruhe mehr vor schwer bewaffneten Kämpfern. Ich nehme an, die Sache mit H222 wurde erledigt? Natürlich. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf 2 ermittelt. Ich möchte, dass du nach Augusta schaust. Du bist nicht mein Boss. Bis wir die Schlachterrechnung des Institutangriffs bekommen, unterstehen... Ach, Genaueres erfährst du am Totenbrief. Vor allem... Ich wollte eigentlich gar nicht. Oh, egal. So, dann haben wir das. Das ist Quatsch erstmal. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Wir kümmern uns, das ist auch Quatsch. Das sind alles so Dauermissionen. Ich meine, ihr habt es ja selbst gesehen die ganze Zeit. Warum haben wir schon wieder... Wann haben wir das ein? Keine Ahnung, wann ich das eingesammelt habe. Wann haben wir das eingesammelt? Ja, egal. So, wir kümmern uns jetzt in dieser Folge mal um unseren... Ja, Teleporter. In Sanctuary. Da habe ich auch die super geile Idee, einfach hinzufliegen. Hammergeile Idee, da hinzufliegen. Brauchen wir halt nur ein bisschen Platz für den Vertibird und dann würde ich halt gerne mit dem Vertibird dahinter fliegen. Das ist so mein Plan. Ach, der schöne alte Ladebildschirm, den ich nicht vermisst habe. So. Wo können wir den Vertibird landen lassen? Ne? Wir brauchen ja schon ein bisschen Platz. Hier könnte der eigentlich landen, oder? Ja, der kann hier landen. Ah, da kommt er. Wir müssen aus dieser Strahlung raus. Sofort. Das hat schon mega geil, diese Vertibirds, ne? Also das finde ich schon cool. Ich weiß, ich habe das schon mal ganz, wo ich die Bruder der Bruderschaft beigetreten bin, ne? Da kam das ja so. Naja, wenn du einen Vertibird brauchst, der kann mit dir rumfliegen. Einmal bitte alle nach Sanctuary. Waldmanns Heilritter. Ja, da sehen wir ein bisschen das Commonwealth. Fliegen wir uns eigentlich auch da hinten in diese böse, Region, oder wann ist sie hier hinten? Wir schauen gerade in die Richtung, ja, das ist da hinten, ne? Der heftige Shit hier hinten.
Aber auch schön mal hier alles wieder von oben mal zu betrachten, zu sehen. Vor allem das Geile ist halt, man kennt sich halt hier brutalst mittlerweile aus, ne? Man weiß halt genau, wo man ungefähr ist. Ist halt echt krass. Ich glaube, wir sind bedeutend schneller in Sanctuary, als wenn wir jetzt laufen würden. Ja, ich glaube wirklich bedeutend schneller. Müssen wir gucken, ob wir bei der Bruderschaft, ob es da neue Artillerie-Dinger gibt. Wir sind halt schon fast da, ne? Wir sind jetzt von hier, haben wir schon die Hälfte. Von hier hinten schon die Hälfte weggeflogen. Das ist halt. Ist halt genial, ne? Das ist halt schon cool. Und dass wir das auch nutzen können im Überlebensmodus. Das ist halt auch sowas. Hier hat alles mal angefangen, ne? Hier war die Powerrüstung, ne? Hier hat alles angefangen, hier war die Todeskralle. Hier war in dem Haus gespeichert, das war noch so, da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen, dass wir Matratzen und sowas suchen, finden müssen. Und dann land hier mal. Hier ist doch perfekter Landeplatz, ne? Warum haben wir uns jetzt... Warum haben wir uns jetzt einmal gedreht? Wenn du jetzt Zeit hast, wüsste ich immer noch gern, was du von gelehrt hast. Top, danke. Mit euch geht halt was, Jungs. Mit euch geht halt was. So, Spezielles. Den müssen wir noch bauen. So, den bauen wir schön hier hin. So, Wissenschaftler brauchen wir, ne? Um diese Generatoren. Nukleares Material brauchen wir dann noch, ne? Aluminium, Kupfer kriegen wir zusammen, Gummischrauben, Zahnrad. Aluminium und nukleares Material brauchen wir dafür noch. Um noch einen zweiten zu bauen. Oder Keramik noch, ne? Müssen wir mal gucken. Also da brauchen wir Wissenschaft. Müssen wir upgraden. Wissenschaft.
Zahnbürste, da hängt doch bestimmt genügend nukleares Material dran, ne? So, jetzt machen wir hier erstmal den ganzen Schrott raus. Das können wir alles verwerten. Abbrechen. Ich weiß, ich habe echt keine Ahnung, ob wir vielleicht so hätten alles, obwohl, ne? Das hat er uns nicht angezeigt, dass wir so viel Keramik besitzen, ne? Also. Vielleicht langt's doch für einen kompletten. So, perfekt. Dann schauen wir mal. Vielleicht langt es doch für zwei normale Generatoren. Eigentlich müsste es langen dann. Da knallen wir mal den da hin. Rein theoretisch wird's ja. So. Und dafür sorgen, dass es am selben Netz wie der restliche Signalfänger hängt. Ah, okay. Hm. Nee, das wollten wir nicht. Nee, das auch nicht hier. Wir haben es gebaut, wir haben es einfach fertig. Das läuft. So ermüdet sind wir. Dann würde ich direkt mal unsere bekannten 7 Stunden schlafen. Da war es 14 Uhr, ne? Seite sieht alles gut aus. Bist du bereit auszuprobieren, ob das Teil wirklich funktioniert? Ja. Legen wir los. Bist du sicher? Okay. Du musst doch nicht viel machen. Stell dich einfach auf die Plattform. Ich suche nach einem Signal des Instituts, das wir kapern können. Dann schmeiß ich das Ding an und wir schauen mal, was passiert. Okay, wir sind auch
gut gelehrt, glaube ich, ne? Gut. Kalte Füße bekommen? Kann ich gut verstehen. Mach es. Okay, jetzt nicht mehr bewegen. Wollen ja keinen Datenverlust beim Molekularstrahl riskieren. Übrigens, ich habe mir gedacht, dass das die perfekte Gelegenheit ist, so viel wie möglich über das Institut und ihre Pläne rauszufinden. Auf diesem Holoband ist ein Programm, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Ja. Oh oh. Wir sollten uns besser beeilen. Und keine Sorge wegen des Schlauchs, der darum wackelt. Der ist nur da als Verzierung. Okay. Suche nach dem Institutssignal. Gerne Radiobereich. Hab es. Kneif die Arschbacken zusammen. Oh mein Gott, wir sind weg. Wir sind im Institut. Wir sind einfach da. Ach, da Holoband laden. So, dann haben wir das auch. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Das klemmt. Ja, krass, ey. Krass, wir sind endlich im Institut drin. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast. Was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Willkommen im Institut. Krass. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort. Diese Leute. Unsere Menschheit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nicht einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Oh mein Gott. Sean? Oh mein Gott. Du bist es wirklich. Wer bist du? Sean, ich bin's. Ich bin dein Papa. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Ja, ich bin's.
Dein Papa. Ich bin hier schon. Was ist los? Vater? Vater! Psst. Alles okay, Sean. Ich bin jetzt da. Ich kenne dich nicht. Geh weg. Vater, Vater, hilf mir. Hier ist jemand. Hilf mir. Bitte, Sean. Ich bin dein Vater. Sprich mit mir. Öffne einfach die Tür. Vater, Vater, hilf mir. Er will mich entführen. Vater, Vater, hilf mir. Sean, S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist das sieht so ein bisschen aus wie wir, ne? Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Gib mir Sean. Den echten Sean. Sofort! Ich weiß, ich weiß. Du hast alles getan, um ihn zu finden. Ich möchte nur verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe Antworten versprochen. Und die sollst du bekommen. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin Sean. Ich bin dein Sohn. Ja, weil der sieht schon so ein bisschen wie wir aus. Du bist es wirklich. Nach dieser langen Zeit. Ja, so ist es. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich, vom Institut großgezogen und jetzt sein Anführer. Was Sie getan haben, war nicht richtig. Dich mir einfach wegzunehmen. Für dich stimmt das vielleicht. Aber für das Institut hat all das einen Sinn ergeben. Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Für ihre Experimente brauchten sie also Testexemplare. Deshalb haben sie dich entführt. In gewisser Weise schon. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja. Aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Vault 111 entdeckt hatte. Ein Säugling, eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle
menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater. Durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Sean, du bist ja. Du hast bestimmt Fragen. Bitte. Du leitest also das Institut. Ich bin der Direktor. Ja. Dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Es zählt nicht, was sie denken. Es zählt nur, was du tust. Schön, dass wir uns einig sind. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Wie kann ich dich noch beruhigen? Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Du wusstest, dass er ein Psychopath war? Aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Hätte ich ihn auf das Commonwealth loslassen sollen? An der kurzen Leine konnte er wenigstens nicht so viele Kollateralschäden anrichten. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht. Aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Deine Mutter, sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Kollateralschaden? Mehr ist das für dich nicht? Für dich ist es ja noch nicht lange her. Ich erinnere mich natürlich nicht. Und konnte den Verlust mein ganzes Leben lang bewältigen. War das immer einfach? Natürlich nicht. Aber ich habe versucht, mein Leben weiterzuführen. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die... Was wäre, wenn Fragen? Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Es gibt noch mehr zu besprechen, aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich trau denen nicht. Da mache ich nicht mit. Das kann ich nicht. Warum? Wegen des Rufs des Instituts? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns... Wie kannst du das sagen? Wie kannst du all diese Leute und ihre Taten geringschätzen? Weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich bitte dich nur dem Institut, mir eine Chance zu geben. Wir haben für die Menschheit nur das Beste. Klar. Wirst du es versuchen? Nein. Tut mir leid. Und mir tut es leid. Ich hatte gehofft, dass wir zusammenarbeiten. Aber jeder trifft seine
Allerdings kann ich auch nicht zulassen, dass du im Institut bleibst. Du kannst wieder zurück zum Transmitter, der dich zurück zur Oberfläche bringt. Aber von da an giltst du als Feind. Tut mir leid. Ich muss vor allem an die Sicherheit des Instituts denken. Und in dieser Grausam. Der Aufzug bringt dich zurück. Jetzt kein Quatsch machen. Der Aufzug oder der? Klemmt. Ja, wir gehen jetzt sofort, komm. Nee, ich will mich dem Institut nicht anschließen. Das war alles zu crazy für mich. Nee, das ist... Ich meine, es ist sehr schön und so, was sie hier aufgebaut haben, aber nee. Ich will mich dem Institut nicht anschließen. Ich meine, klar, es ist mein Sohn, wir sind jetzt Feinde, aber sieht man ja, ich meine, er interessiert sich ja auch null für uns. Nee, das hätte ich moralisch nicht gut gefunden. So für mich persönlich. Weil wie gesagt, er war ja schon, also der Sohn ist ja schon richtig, Sean war ja schon richtig besessen vom Institut. Der hat ja nie irgendwie über uns geredet. Klar, ich meine, er hat keine Bindung zu uns. Aber ganz ehrlich, ich meine, der lebt fürs Institut. Der hat ja immer wir tu's für mich, für uns. Nee, das ist nichts. Preston ist also unser Bester, ne? So, dann würde ich sagen, ja, verdauen wir erstmal diesen krassen Moment. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.